Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich hier zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 13. Lektion angelangt. Es geht darum, wie man bestimmte Zeichen, die man normalerweise in PHP verwendet, auch auf der Webseite ausgeben kann. Man spricht hier vom sogenannten Maskieren von Zeichen. Schauen wir uns das gleiche wieder in einem Listing an. Hier wieder der PHP-Tag von Zeile 1 bis Zeile 4, dazwischen zwei Echo-Anweisungen. Und hier sieht man mit diesem Backslash, dass hier etwas Außergewöhnliches vielleicht steht. Man spricht hier von sogenannten Maskieren. Wenn man hier diesen Backslash vor diesem Anführungszeichen stellt, dann kann dieses Anführungszeichen auch auf der Webseite ausgegeben werden. Das gleiche hier zum Beispiel auch bei diesen einfachen Anführungszeichen. Aber auch, wir werden das später bei Variablen sehen, das Dollarzeichen steht ja für Variablen in PHP, man kann dann den Variablennamen auch nur mit solch einer Maskierung ausgeben. Das heißt, man sagt PHP, das Zeichen, das unmittelbar danach dann kommt, nach diesem Backslash, soll auch auf der Webseite angezeigt werden. Und das ist das sogenannte Maskieren von Zeichen. Ja, das hier zum Maskieren von Zeichen, wir werden das später dann noch in einer Anwendung sehen. Ich würde jetzt empfehlen, diese Aufgabenstellung hier genau durchzuarbeiten, damit du das auch, wenn du das löst, kannst du sicher sein, dass du hier dieses Wissen, das wir hier auf dieser Lektion hier eben kennengelernt haben, auch tatsächlich dann anwenden kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen natürlich.